einzige Spielerin, die letztes Jahr schon dabei war. So, von diesem zweiten Platz, da müssen wir ein bisschen tiefer in die Kasse werden. Das ist ein 3.000 Euro Siegprämie. So, meine Damen und Herren, Sie stehen schon. Ja, also es ist wirklich eine Ehre, dass ich hier als beste Spielerin ausgezeichnet werde, weil es gibt ja wirklich sehr, sehr gute Spielerinnen hier. Und ganz ehrlich, ich habe auch wirklich nicht damit gerechnet. Ich hatte ein Interview, auf einmal höre ich nur meinen Namen. War schon überrascht und ist natürlich schön, wenn man mal so einen Titel gewinnt. Dieses Turnier auch nochmal ein bisschen Schub jetzt in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft? Ja, natürlich. Also ist... gibt natürlich so einen Schub. Wir haben Jöllenbeck internationales Turnier gewonnen und jetzt auch noch hier Magdeburg ist natürlich so ein Schub für uns auf jeden Fall. Habt ihr mehr trainiert? Mir ist aufgefallen, dass die Qualität insgesamt gestiegen ist. Ja, also ist ja bekannt, dass Potsdam also wirklich viel, viel mehr trainiert, auch intensiver und da ist. Was Training angeht, müssen Sie den Trainer fragen. Auf jeden Fall machen wir viel, das ist schon mal klar. Noch Fragen an die Lehrer? Sonst werde ich hiermit fristlos entlassen. Also, wenn ihr zufrieden seid, genau, würde ich die Lehrer jetzt nach Hause bitten. So, und jetzt völlig entspannt die Analyse des Turniers, die Analyse des Finales aus der Sicht des Bayern-Trainers. Bitte schön. Ja, zu Beginn möchte ich natürlich meinem Kollegen, meinem werten Kollegen Schröder herzlich dazu gratulieren. Turbine Potsdam heute vierter Sieger. Ja, der FC Bayern hat momentan ein bisschen ein kleines Problem hier mit den Turbinen aus Potsdam. Ist ja bekanntlich klar, vor einem Jahr oder ja gut, eigentlich vor einem halben Jahr sind wir im einen Tor in der deutschen Meisterschaft gescheitert seit 30 Jahren. Heute im DFB-Hallencup, der FC Bayern war letztmals im Jahre 2002 im Endspiel, hat damals gegen Frankfurt verloren. Wenn mir das heute einer gesagt hätte, für uns ist das wie als Turniersieg zu werten. Sie haben, denke ich, auch gesehen, wenn ich die Mannschaft vergleiche vom letzten Jahr, jetzt durch viele Verletzungen, war nur eine Spielerin dabei, die das Spiel führen, die Steffi Mürlach, aber man hat gesehen, dass eine Mannschaft, die das System ein bisschen umgestellt hat, ein bisschen mehr auf Defensive ausgerichtet war, auch weit kommen kann, mit dem entsprechenden Quäntchen Glück natürlich, was das Norwegische anbelangt. Wir sind happy, der FC Bayern, keiner hätte es erwartet, und wie erfreut es mich auch, dass unsere Katrin Lengert auch ausgezeichnet wurde als beste Torfrau, denke ich auch verdientermaßen, den gefallen das Auftaktspiel auch gegen Duisburg. Und naja, dann werden wir uns ja demnächst wieder treffen in Potsdam. Vielleicht können wir uns doch mal auf Unentschieden einigen. Nichts dagegen. Herr Schröder, schlagen Sie ein, Unentschieden? Ja, das hängt ja mal davon an, ob er Punkte von den anderen holt, von Duisburg und von Frankfurt. Das machen die ja meistens nicht. Und, lassen wir uns aber alleine. Ihre Analyse des Turniers, Finale und so weiter? Ja, das ist. Wir haben die Woche eine schwere Woche gehabt, weil sich die westfälischen Blätter zerrissen haben von dem Turnier in Bielefeld-Jöllenbeck. Kann man besser Frauenfußball in der Halle spielen, wurde da geschrieben. Es ist ein Wahnsinn gewesen, was dort die Presse geschrieben hat. Wir haben dort souverän ein Turnier gewonnen und parallel dazu in Kiel mit einer anderen Garnitur. Und jetzt muss man natürlich die Mädels runterbringen. Deshalb hatten wir anfangs ein bisschen Schwierigkeit. Wir waren auch ganzzeitig in der Halle, wie sich das gehört, als allererste, um das Parkett ein bisschen zu prüfen, also den Rasen. Ich denke, zu guter Letzt haben wir souverän und ohne Probleme, ich glaube, wir haben bloß 3 Gegentore reingekriegt, dieses Turnier gewonnen. Sicherlich im letzten Jahr, Günther, hast du ja vergessen, welches tolles Spiel wir abgeliefert haben. Das beste Spiel seit Jahren. Ich habe es immer noch auf DVD. Das zeigt mir, wenn wir ausländische Spieler verpflichten wollen, zeige ich das immer noch auf DVD, wie toll Frauenfußball sein kann in der Halle in Magdeburg. Also ich denke schon, das war das beste Spiel, also Werbung für den Frauenfußball, wo wir eigentlich schon weg waren. Ja, was soll ich sagen? Ich denke, wir haben eine gute Mannschaft. Wir haben auch noch eine Perle im Hintergrund, die heute nicht gespielt hat. Ich denke, wir können zufrieden, Lira hat schon gesagt, in die Saison reingehen. Wir haben 3 Ziele. Die haben natürlich andere auch.
aber dieses Ergebnis heute in der Halle war natürlich optimal. Und ich muss natürlich sagen, wir haben hier Heimspiel. Ich habe das neulich schon gesagt in der Pressekonferenz. Wir haben natürlich auch mit dem Heimspiel eine Last zu tragen, eine Last der Verantwortung für diese Region. Ich sage immer wieder, wir spielen hier für den geografischen Osten, nicht, dass ihr immer wieder denkt, wir spielen für die DDR, das ist immer so eine Sache. Für den geografischen Osten, das sind die neuen Bundesländer, und da hängt viel dran. Man sieht auch bei dem Publikum sehr gemischt und drum und dran. Und wenn man dann in der Vorrunde ausscheidet, dann ist das natürlich eine Sache, wo man nicht mehr durch Potsdam gehen kann. So gesehen ist das wunderbar. Ich denke, dass wir das gezeigt haben, was wir können. Ich denke, das ein ganz schweres Spiel hatten wir auch gegen Saarbrücken. Und das 2-1 war ganz enge. Auch gegen Wolfsburg. Ich hätte lieber in der Vorrunde gegen Bayern gespielt, in den Viertelfinale. Aber es war nicht einfach. Das Finale war eigentlich, ich sage mal, kein schlechtes Spiel. Aber wir haben das Spiel kontrolliert von der ersten Minute. Es konnte also gar nicht anbrennen, das muss man mal sagen. Also nochmal ein Dank. Und Hans-Georg Molnauer ist ja nun hier aus dieser Ecke, er weiß, was es bedeutet, über 4000 Zuschauer in so eine Halle zu bringen, in einer Region, wo also doch nicht jedem das Geld da aus der Tasche fällt, wie in Frankfurt, der Kittmann, ne? sondern hier, wo jeder, der hier in diesen ganzen Tagen in der Halle ist, auch sieht, bitte, was er im Mund abgespart hat, muss man alles mal sehen. Ich denke, es ist schade, dass wir im nächsten Jahr hier nicht spielen. Ich hoffe nur, dass es nicht so ist wie beim DFB-Pokalfinale, nachdem ich vor 4 Tagen gehört habe, dass das Juniorenfinale nun in Berlin für Vorspiel gemacht wird für den Männerfinale. Damit sind wir tot. Wir werden in den nächsten Jahren nicht mehr, es war scheinheilig zu glauben, dass wir nach 2 Jahren oder 3 Jahren wieder hinkommen. Ich möchte auch nicht mal darüber sprechen, das Ziel ist es einfach 2011 ordentlich abzuschneiden. Und da müssen wir alles dafür tun und vor allen Dingen die Nationalmannschaft in Deutschland, dass wir Weltmeister werden. Wenn nicht, sind natürlich wieder die Vereine dran schuld. Danke.